Jungelöchen, wir sind zurück auf Berg, legen natürlich erstmal wieder los, so wie ihr habt, und sammeln natürlich als allererste natürlich unsere Ressourcen ein, gucken dann anschließend, ja, was können wir damit eventuell machen, können wir noch den einen oder anderen Drache eventuell trainieren, können wir zu Viker schicken und, also auf jeden Fall haben wir ein bisschen was zu tun, können auf alle Fälle auch gleich mal die Keilerei abchecken, das werden wir natürlich auch gleich mal machen. Aber wie ihr sagt, erstmal ist das Wichtige dran. Außerdem haben wir natürlich wieder mal ein paar reisende Drachen hier am Start, diese zurück sind. Dann unsere legendären natürlich hoch. Von daher würde ich sagen, gucken wir da natürlich auch gleich mal nach und checken ab, was die für uns mit am Start haben. Also klar, welche Gegenstände eventuell, ob so vielleicht ein Zahnrad und. Ich meine gerade unsere reisenden Drachen, aber ich sehe gerade, holztechnisch ist unser Lager so gut wie voll. Von daher müssen wir uns da auf jeden Fall erstmal was einfallen lassen. Können auf alle Fälle insgesamt 2 Drachen pimpen. Das heißt natürlich, wir können uns überlegen, wen wir pimpen, ob wir hier eben pimpen, bei dem es sich dann irgendwie am Ende ein bisschen lohnt. Ich weiß es nicht, wie sieht es hier aus? 23 Stunden. 35 Minuten, ich würde sagen, das werden wir erstmal machen. Schicken den auf alle Fälle erstmal los. 84 Mille kostet der Spaß. Dann haben wir natürlich erstmal einen Drache los. Ihr schickt die Jute daran ist. Wir können jetzt auf jeden Fall ganz entspannt erstmal hier die Ressourcen einsammeln und können natürlich gucken, was wir mit denen so veranstalten. Wir könnten jetzt natürlich auch sagen, wir werden unseren eisigen Kältegronkel Glenn mal losschicken für insgesamt 18 Stunden, 11 Minuten, um 6 Stücken Eisen zu sammeln. Das wäre, denke ich mal, eine sinnvolle Sache. Aber wie ihr sagt, wir checken erstmal hier unseren grünen Tod, sammeln hier den Gegenstand ein, schicken den für 8 Stunden nochmal los und switchen dann natürlich gleich mal rüber zu unserem Immerflügler. Gucken hier auch gleich nochmal rein, was gibt es hier, was haben wir hier? Gut, okay. Sehr schön, dann würde ich sagen, lassen wir den nur erstmal nochmal für 12 Stunden losflattern und werden jetzt natürlich erstmal unser Mysterium-Paket abchecken. Hier gibt es erstmal wieder mal 6 Odin-Münzen und dann kriegen wir das Paket. 6-mal der Funkenhüstle, 5-mal der Skrill, 1-mal der Sturmschneid. Dann kriegen wir hier nochmal 2 Runen, 5 Mille Fisch, 10 Mille Holz, ein paar Zahnräder und nochmal ein paar Runen. 10 Stück an der Zahl. So, dann haben wir das auch erledigt. Könnten jetzt eigentlich erstmal unsere reisenden Drachen abchecken. Ich denke mal, das wäre das Sinnvollste. Ey, wieder kein Ei. So, dann gehen wir hier auch gleich mal weiter. Hier wird es natürlich auch nicht so wirklich was bringen. Also ressourcentechnisch ist es natürlich nicht so pralle. Und ansonsten würde ich mir natürlich wünschen, dass wir dann ein Zahnrad bekommen. Wie sieht es hier bei unserem Snoggle Talk Kotz und Wirk aus? Hier kriegen wir auch wieder 6 Runen mit dazu. Okay, okay, okay. Gehen wir da erstmal auf Fang und hoffen natürlich, dass wir hier irgendwie das Paket am Ende bekommen. Das wäre natürlich das Geilste. So, unser Ohnezahn ist natürlich hoch zurück. Da checken wir hier die Lage. Oh, 10 Mille, okay. 10 Mille Holz haben wir. Ich hätte natürlich lieber was anderes bekommen. Aber gut, okay, so ist es eben. Was haben wir hier noch? Hier können wir das Paket, okay. Haben wir vielleicht noch irgendwelche Drachen, die wir hier suchen können? Dann würde ich sagen, werden wir den schnellen Stachel auf jeden Fall nochmal suchen. Einen Tag, 4 Stunden dauernd. So, dann schicken wir den auf jeden Fall nochmal los. Drückt mir die Daumen, dass da am Ende irgendwie was geht. Dann checken wir natürlich hier erstmal Johann ab. Holen uns hier den rechten Gegenstand. Die anderen Beeren kann er natürlich behalten. Von daher würde ich sagen, checken wir jetzt natürlich zu guter Letzt noch unseren Muffel. Gucken da nochmal nach, was hat der für uns. Okay, okay, okay. So pralle war es natürlich nicht. So, ein Zahnrad, war? Ein Zahnrad, ein Stück Eisen, meine ich. So, das sammeln wir natürlich ein. Werden den jetzt erstmal nochmal pimpen auf 92 und können den für 23 Stunden 15 Minuten nochmal trainieren. 201 Mille Holz kostet das. Ich würde sagen, werden wir auch erstmal machen. Schicken wir den erstmal los, trainieren ihn natürlich erstmal ins nächste Level auf Level Nummer 93. Das Gute daran ist auch, also wenn er einfach mal hier in meinen Hangar guckt, nicht in den Hangar, in der Akademie, sorry, da seht er natürlich auch Anhieb, ja, von der Zeit her passt das eigentlich bei allen dreien, also der braucht 22 Stunden, der 23, 30, der 23, 14, also ich denke, das passt zeittechnisch relativ gut zusammen, von daher bin ich damit natürlich auch sehr, sehr zufrieden. So, was machen wir aber dann? Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu unseren Champions, sammeln hier natürlich erstmal die Pakete ein und gehen dann auf alle Fälle erstmal in eine Keilerei und suchen natürlich erstmal den nächsten Gegner. Ich hoffe natürlich, dass wir den irgendwie platt machen können, aber wie gesagt, das sehen wir gleich, müssen erstmal checken, was wir hier für einen Gegner bekommen.
kommen. Und dann werden wir auf alle Fälle weitersehen. Okay, okay, okay. Wieder 3 auf 13. So, dann würde ich sagen, legen wir los. Ich weiß ja nicht, wen greifen wir als erstes an. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier auf die goldene Mitte und geben dem erstmal ein bisschen mit. Müssen dann natürlich gucken, dass der Gegner eventuell unseren Dagos Grill hoffentlich ein bisschen verschont. Ich weiß es nicht. Okay, das ist erstmal gut für uns. Greifen wir den und bleiben mal an. Das war natürlich nicht so cool. Werden wir den erstmal angreifen, würde ich sagen. Dann werden wir nochmal ganz normal angreifen. Und dann warten wir natürlich ab, was der Gegner macht, weil die Walle cool ist. Danach können wir natürlich erstmal unsere Spezialattacke raushämmern. Das werden wir natürlich erstmal tun, blockieren die gegnerischen Spezialangriffe und werden natürlich hoffentlich unseren Gegner hier irgendwie am Ende platt machen. Wenn wir Glück haben, hauen wir schon mal eben weg. Ich weiß es aber nicht. Doch, am Ende reizt es natürlich nice. Das ist natürlich sehr, sehr gut für uns. So, was macht der Gegner jetzt? Ich glaube, eigentlich ist er komplett am Arsch. Ich meine, was will er jetzt noch reißen? Reicht das? Jo, das reicht. Den hauen wir auch erstmal weg. Und dann haben wir natürlich nur einen gegnerischen Drachen hier am Start. Können den natürlich gleich nochmal angreifen mit zwei Schlägen und kloppen den am Ende so ja auch noch weg. Das heißt für uns natürlich, dass wir alle drei Drachen behalten haben. Dass wir alle drei gegnerischen Drachen eliminiert haben. Trotzdem die vom Level her eigentlich stärker waren als wir. Also ich denke, wir haben alles richtig gemacht. Kriegen hier 28 Pokale und ein 3-Stunden-Paket. Naja, gut, okay. So, dann nehmen wir das natürlich mit und gehen dann auf alle Fälle auch gleich noch nochmal in den Kampf, weil das Ding ist, ich will natürlich hier mein Häuptlingspaket am Ende bekommen. Von daher würde ich sagen, checken wir auf jeden Fall gleich nochmal den Gegner ab und gucken, ob wir hier eventuell den nächsten Sieg einfahren können. Cool wird natürlich, versprechen kann ich aber nicht. Von daher legen wir jetzt erstmal los, machen uns erstmal einen Plan vom Gegner und gucken dann, wie wir am besten loslegen. Okay, wieder mal 3 auf 13. Der Gronkel ist auch dabei. Das ist eigentlich nicht so cool, weil die Wahl, der hat natürlich eine geile Spezialattacke. Also die sollte man natürlich nicht unterschätzen. Von daher weiß ich natürlich noch nicht so genau, wie ich hier agieren soll. Aber ich würde sagen, ich gehe erstmal auf den hier. So, dann kloppen wir gleich nochmal einen ruf. Und dann würde ich sagen, gleich nochmal. So, dann werden wir die Spezialattacke erstmal raushämmern. Knüppeln dadurch natürlich erstmal einen gegnerischen Drache komplett weg. Das heißt natürlich, wir haben nur noch zwei gegnerischen Drachen hier am Start. Wir mit unseren dreien können vielleicht reißen. Trotzdem ich mich eigentlich wunder, warum sie nicht den hier angreifen. Aber gut, okay, für uns ist das eigentlich auch nicht so verkehrt. Weil die Wahl, wir können jetzt gleich nochmal hier angreifen. Das würde ich sagen, machen wir auch gleich mal. Dann gehen wir gleich nochmal auf den hier rauf. Und dann können wir mit dem auf jeden Fall auch nochmal hier angreifen und haben dann eigentlich extrem gute Karten, den Sieg nach Hause zu fahren. Klar, wir werden jetzt erstmal ihn verlieren, das war mir klar. Wie jetzt weiter? Oh, da verlieren wir gleich mal den zweiten. Aber Jute ist, wir können jetzt natürlich unsere Spezialattacke raushämmern. Killen natürlich einen gegnerischen Drachen hier auf alle Fälle. Oh, und der zweite ist auch gleich mit am Arsch. Von daher haben wir den Sieg am Ende nach Hause geholt. Haben hier 31 Pokale und ein 3-Stunden-Paket. Naja, gut, okay, das nehmen wir natürlich auch gleich mal wieder mit. Bleibt eh nichts anderes übrig. Von daher würde ich sagen, fangen wir auch gleich mal an, hier ins freizuschalten. Können jetzt natürlich das Häuptlingspaket öffnen. Ich weiß nicht, was gibt es hier, was bekommen wir? Ich bin natürlich extrem gespannt. Okay, öffnen der Knochenräuber. Alles klar, wissen wir Bescheid. 11 mal
Der Rauchverschwindequalm, 11-mal der Funkenhüstle und das wart dann auch. Von daher müssen wir da auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen warten, bis wir das nächste Paket freischalten können. Aber ich denke, da wird er hoffentlich wieder mit am Start sein. Also ich hoffe es jedenfalls. So, aber außerdem haben wir natürlich noch ein paar Drachen, die wir aufgelevelt haben. Und zwar haben wir Summchen jetzt auf Level Nummer 88 hier am Start. Das heißt natürlich für uns, Summchen kann natürlich gleich nochmal Material sammeln. Dann würde ich sagen, gucken wir gleich nochmal hier in unseren Hangar. Da haben wir nämlich unseren Schädelbrecher. Der ist jetzt auf Level Nummer 80. Den können wir auch für 5 Stunden 30 Minuten trainieren. Wäre natürlich ohne Option. Haben wir noch weitere Drachen, die zurück sind? Ich glaube nicht. Ich glaube, das waren natürlich nur die Bienen, weil wir konnten ja natürlich auch nur 2 nochmals trainieren. Von daher fällt das natürlich flach. Aber ich wollte natürlich gucken, wie sieht es bei Walker aus? Da können wir noch einen Rind stoppen. Das ist natürlich erstmal wieder mega mäßig cool. Aber da müssen wir uns natürlich erstmal hinsuchen, wo wir sagen, ja, das passt oder passt eventuell nicht. Also wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Wir checken aber erstmal hier unseren Drache ab, drehen ja einfach mal am Rad und gucken. Oh, 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 oh. Eigentlich war er drin, oder? Naja, 6,56 Mille, Kind von Kotz und Würge. Ich würde sagen, den lassen wir aber erstmal zu Hause, weil die Wallig will natürlich gucken, ob wir eventuell noch einen oder anderen trainiert kriegen. Hier drehen wir nochmal am Rad, gucken, was hier so geht. Aber am Ende wird es hier natürlich auch mal wieder nicht so wirklich was. Das ist natürlich auch wieder bitter gelaufen. 114 Mille Fisch kassieren wir zwar, aber losschicken können wir den nicht, weil die Wall eisentechnisch sind wir natürlich nicht so gut bestückt. Von daher würde ich sagen, schicken wir den erstmal nochmal ab auf die Reise. Haben dann das soweit erledigt und können uns dann natürlich erstmal um den nächsten Drache kümmern, den wir eventuell nochmal zu Walker schicken. Da würde ich fast sagen, der Schnapper wäre auf jeden Fall eine Option. 12 Stunden dauern. Ich würde sagen, machen wir auch erstmal. Schicken den auf alle Fälle erstmal los und sind dann eigentlich für heute auch erstmal wieder durch auf Berg. Ich meine, klar, was sollen wir jetzt noch tun? Eigentlich haben wir alles erledigt. Wir können natürlich unsere Materialien noch irgendwie auf den Kopf kloppen. Aber ich würde sagen, nö, wir sparen die auf alle Fälle und gucken dann später, was wir damit noch so machen können. Wie gesagt, für heute sind wir erstmal wieder durch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hoffe natürlich, dass ihr am nächsten Let's Play wieder mit am Start seid. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.